Maximilian Brückner und Stefan Luca zu Gast im Sinister. Die Hauptdarsteller aus dem Film Resturlaub besuchen eine Woche nach der Premiere ihre Fans in Leipzig. Für beide ist es besonders spannend, wie die Sommerkomödie beim Publikum ankommt. Du hoffst natürlich, dass die Leute lachen bei den wichtigen Stellen, wo man versucht, komisch zu sein. Und es funktioniert sehr gut. Reaktionen abzubekommen, auch dann im Nachhinein, das ist spannend, aufregend und macht viel Freude. Viel Freude bereitet die Komödie auch dem Publikum. Gerade noch auf der Leinwand und nun im Kinosaal beantworten die Hauptdarsteller ihre Fragen. Ich habe schon die Trailer gesehen und ich war noch überzeugter, als ich es gedacht hatte. Folgendes Ende ist schön, wenn es ein Happy End ist. Das ist immer sehr toll. Der war ganz klasse. Ach, der ganze Film, der war herrlich. Richtig Spaß, nicht zum Einschlafen, war richtig interessant und prima. Buenos dias, Argentina. Argentina. Hauptfigur Pichi ist im Film auf der Suche nach einem spannenderen Leben und flüchtet nach Argentinien. Die größte Herausforderung für Schauspieler Maximilian Brückner war es, bei den Dreharbeiten nackt durch Buenos Aires zu laufen. Das war eine Herausforderung, weil das waren keine Statisten, das war eine ganze Straße von Leuten, die ganz normal zur Arbeit gingen. Und dann laufe ich auf so eine alte Frau zu und die guckt mich so an, guckt mir so in die Augen und hat so einen Regenschirm in der Hand, zieht den so aus und dachte, die zieht jetzt voll aus. Ich hätte es ja auch irgendwie verstanden, die wollte bloß in die Arbeit gehen oder irgendwas kaufen. Und dann laufe ich auf die zu und auf einmal fängt sie das Grinsen an und pfeift voll hinterher und fand es total. Und die Südamerikaner sind da wesentlich lockerer. Fans des gleichnamigen Bestsellers von Tommy Jaud sollten den Film auf jeden Fall nicht verpassen. Denn für einen unterhaltsamen Abend mit vielen Lachern ist Resturlaub genau das Richtige.